cool, wir nehmen euch mit auf Tour, aber das ist ja keine Steigerung, ihr seid ja sowieso immer mit auf Tour. Jo, also, ich könnte ja mal ein paar Worte an euch richten, nachdem wir uns jetzt warm gespielt haben. Also diese ganze Geschichte, für die, die das noch nicht mitgekriegt haben, wie das zustande gekommen ist, es hat eigentlich verschiedene Teile. Ein Teil davon ist der, das ist auf meiner Geburtstagsfeier, das ist jetzt auch schon wieder 2 Monate her, also es geht jetzt langsam auf den 61. zu. Bin auch genügend geehrt worden für die Tatsache, dass ich das Alter erreicht habe. Ist alles in Ordnung, wunderbar. Auf dieser Veranstaltung passierte es, dass wir alle sehr ratlos auf der Bühne standen und vermisst haben, dass beim Einsatz von Rita die Silvia hochgehoben wurde. Da ist sie halt die Dauer. Und dann hörten wir später, dass der starke Mann, ja, der Steffen, der heißt bei uns immer nur der starke Mann, ja, derjenige war, der das Missgeschick hatte, dass er... Steffen, steh doch mal auf, wenn Patrick nicht alles sehen. Dass der nicht schnell genug von dem Tisch runtergekommen ist und sich bei der Gelegenheit auf jeden Fall irgendwie das Bein gebrochen hat. Es war nicht so easy und das habe ich ein paar Tage später erfahren. Dann habe ich das schöne Foto von dir gesehen, wo du im Bett liegst und dann ging es auch schon los mit dieser Aktion, dass wir so ein spezielles Überraschungswohnzimmerkonzert machen würden für die Bild-Zeitung. Es war eine Idee und dann haben wir mal so alle Zusendungen bekommen. Es kamen unglaublich bewegende Anträge und also der Favorit außer diesem hier war eine deutsch-türkische Hochzeit. Hätte ich auch gern gemacht. War bestimmt sehr lustig geworden. War auch ein sehr lustiger Brief. Es waren sehr viele sehr traurige dabei, aber um ehrlich zu sein, für eine Trauerveranstaltung haben wir erst keinen Bock. Und hier vom Dylan und von der Babsi der Antrag eben für diese beiden, diese Veranstaltung hier anzurufen. Ein Hoch auf Babsi! Jawohl! Und dann haben wir dann mit dieser Jury getagt und getagt und getagt und haben dann gedacht, genau das werden wir tun hier. Und dann haben wir gesagt, tut es nur eingefallen, haltet das möglichst geheim, sagt es nur 2, 3 guten Freunden. Ja. Weil wir haben ein Problem, wenn das nämlich so schnell rausgekommen wäre und bis dahin die Runde gemacht hätte, würde dieses Konzert jetzt schon zu Ende sein. Dann stände mich hier bis an der Bordmündung bis zum Ruhrgering, der Bus käme gar nicht mehr durch. Ja. Hast du geile Fans? Ja, los. Ja, hallo. Sage ich dann seit 35 Jahren. Ja. So, dann fiel die Wahl hier drauf und ich glaube, damit können wir alle sehr zufrieden sein. Ja. Ich weiß nicht, wer heute Abend wen hochhebt, aber ihr habt noch ungefähr... Heb dich hoch, Wolfgang. Also ihr habt jetzt noch 2 Stücke zur Vorbereitung, ja? Also vielleicht hebt ihr Silvia heute Abend mal den starken Mann hoch. Ja. Jetzt spielen wir auf jeden Fall mal ein Stück. Und wir nehmen ein Stück, das ist allen anwesenden und nicht anwesenden Fußballfans gewidmet. Auch denen.